Nicht nur die Neuheiten sind hier ausgestellt, natürlich auch die Klassiker, wie beispielsweise der Tango. Ich glaube, Christoph Simon, Sie haben eine ganz besondere Geschichte erlebt in Südafrika. Ja, wir haben einen Kunden in Südafrika. Damals ging es um das Thema, wie stabil sind Kunststoffeinkaufswagen? Und ich habe dann also viele Fakten erzählt und ich habe so gemerkt, das hat alles nicht gezogen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich extremere Maßnahmen ergreifen und bin dann in den Einkaufswagen gestiegen. Ich habe gesagt, schauen Sie hier, ich habe so viel Vertrauen, ich stelle mich in den Kunststoffwagen und der wird nicht zusammenbrechen. Der hält das locker aus. Sie sehen hier 100 Kilo in einem Kunststoffeinkaufswagen. Das hält. Habe das auch gemacht. Diese Dame stand da, schaute mir zu und schüttelte den Kopf und hat gesagt, Christoph, du weißt doch ganz genau, wie du da stehen musst. Da habe ich gesagt, ja, klar weiß ich das, aber das kannst du genauso. Stell dich rein, egal wo du dich hinstellst, dir wird nichts passieren. Aha, gut, das mache ich jetzt. Und dann ist sie da reingestiegen, hat sich hingestellt, hat so wie ich mit den Beinen gewippt und hat gesagt, okay, Christoph, was du sagst, stimmt, der Wagen hält das aus. Der ist gut. Und dann haben wir den Auftrag gekriegt. Und jetzt wollen wir es natürlich wissen. Wir wollen wissen, hält der Tango nicht eine Dame aus, sondern gleich zwei. Und deswegen schauen wir mal, ob ihr beide hier reinkommt, ohne dass irgendwas passiert. Ich halte oder wir halten fest, gell? Genau. Dann probiert mal. Und wie fühlt es sich an? Mhm. Ja, ziemlich stabil eigentlich. Okay. Okay, und alles sicher? Ja, alles sicher. Sehr gut. Ja, perfekt. Also auch hier, auch mit zwei Damen, es hält. Wunderbar. Ich würde sagen, so kann der nächste Auftrag kommen für den Tango. Ich hoffe es sehr. Wir arbeiten auch weiter daran. Vielen lieben Dank. Gerne.